Ja, Markus Paltala, 24 Stunden von Spa-Francorchamps stehen an. Ich glaube, man sieht es schon in deinem Gesicht. Es ist ein ganz spezielles Rennen in jedem Jahr, oder? Ja, ich denke, es ist die ganz größte GT3-Rennen in der Welt. Und für mich, das ist ein Heimrennen. Also ich wohne 20 Minuten von hier. Die Strecke ist natürlich super schön, Favorit von fast allen Fahrern. Also zusammen mit 24 Stunden Nürburgring natürlich die zwei Favoritrennen. Also jetzt sind wir hier und ich bin sehr, sehr glücklich. Mit welcher Erwartungshaltung geht ihr ins Rennen rein? Für Walkenhorst Motorsport ist es der erste Aufschlag hier bei den 24 Stunden von Spa. Ja, das ist das erste Mal für das Team, aber auch für alle meine Fahrerkollegen. Aber die Leute sind gut, also das Team ist gut und meine Kollegen sind super schnell. Ich probiere helfen ein bisschen mit meiner Erfahrung hier, aber wir haben einen guten Anfang gehabt, schon am Testtag und Dienstag am Bronze-Test und heute Morgen, also wir sind gut unterwegs. Wie geht ihr dann heute Abend? Steht ja noch dieses Nachtqualifying auf dem Programm, morgen dann die Super Bowl-Geschichte. Wie geht ihr von der Strategie aus jetzt in die nächsten Sessions rein? Wir haben zwei wichtige Punkte. Einer ist das Wetter. Das ist jede Stunde ist ein bisschen anderes. Also wir probieren fahren so viel wie möglich am Regen und am Trocken und ins Wissen. Das ist gut für alle Fahrer, ein bisschen Gefühl zu haben. Und zweite Dinge sind die Reifen. Also wir müssen schauen, wie aggressiv wir können mit dem Setup gehen. Mit den Slick-Reifen, weil wir hatten ein paar Reifenschäden am Testtag. Also die zwei Sachen sind Priorität. Und dann schauen wir. Wenn wir in Top 20 sind, sind wir überglücklich. Aber das ist kein Ziel. Wir schauen, wie das geht. Natürlich fahren wir ein paar Mal mit neuen Reifen und ein bisschen weniger Sprit und schauen, wo wir sind. Aber Rennen ist 100% unser Fokus. 24-Stunden-Rennen Nürburgring, da ist Walkenhorst Motorsport ja auch zu Hause. Du bist auch schon häufig mit am Start gewesen. Wenn du mal so einen Vergleich siehst zwischen diesen beiden 24-Stunden-Rennen, wo liegen für dich so die größten Unterschiede? Für Fahrer, Nürburgring ist mehr, wie sagt man auf Deutsch, aber Surviving. Also du musst schnell fahren, aber das ist viele Sachen passiert. Hier auch, aber das hier ist mehr als 24 Stunden Zeittrainingrunden. Also hier musst du volle Pulle immer Gas geben. Und natürlich Trafik ist sehr wichtig in beiden Rennen. Aber am Nürburgring das Unterschied ist, dass da hast du viele unterschiedliche Geschwindigkeiten zwischen den Autos. Hier alle 60 Autos sind gleich schnell. Also du musst für jede Überholung hier kämpfen. Also ich würde sagen, das hier ist ein härterer Rennen für Fahrer. Wir sind gespannt, wie es euch dann über die 24 Stunden ergehen wird, beobachten das von draußen, danken dir schon mal für die ersten Eindrücke vom Wochenende. Ja.